Hallo und willkommen zurück bei The Fischer Online. Am Brieseler See, dem Level 5 Gewässer, da geht's heute weiter. Da möchte ich heute mit euch gemeinsam versuchen, die ersten größeren Karpfen zu fangen. Denn so wie es aussieht, ist der Brieseler See bekannt für seine Karpfen. Hier haben wir ein Werbeplakat, wie man denn Karpfen fängt. Und ich denke mal, das werden wir doch auch hinbekommen. Aber als allererstes müssen wir uns erstmal, müssen nicht, werden uns neue Ausrüstung kaufen. Und das machen wir gemeinsam. Dann seht ihr auch gleich mal, was das kostet, wie das aussieht, wie das funktioniert. Und ja, wir hatten uns jetzt einiges an Silber verdient am Anfängersee. Ich bin jetzt Level 6. Ab Level 5 kann man ja her. Und ich hatte mir ja, 2,8 Kilo Ruten am ersten See gekauft und inzwischen sind die jetzt ja nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen stärkere Ausrüstung und das machen wir auch gleich mal hier. Und vor allen Dingen, wir brauchen noch einen größeren Kescher. Denn Karpfenangeln mit einem 10 Kilo Kescher, ich glaube, da sind wir nur am Auslernen. Das wird hier nichts. Da sind wir jetzt im Shop drin. Ihr seht 432 Silber. Das wäre jetzt mein Guthaben, das könnte ich ausgeben. Und dann gleich nochmal zu der Frage von Servobi. Er wollte gerne mal wissen, was man mit dem VIP hier sich zusätzlich erkaufen kann. Das können wir uns mal anschauen. Es ist nämlich gar nicht so viel. Es gibt jetzt drei verschiedene Preismodelle. Ein Tages-VIP-Pass, 7 Tage. 30 Tage und ich sag mal vom Preis 30 Tage 5 Euro. Was bekommen wir dafür? Hier unten steht's. Die Verkaufserlöse von dem Fisch sind 25% höher. Der Timeout von neuen Quests sind um 50% gesenkt. Erfahrungspunkte erhöht für ja, alle Fische um 50%. Erfahrungspunkte erhöht für abgeschlossene Aufgaben plus 25%. Also man kann hier lediglich schneller leveln und etwas mehr ja, Silber verdienen. Das finde ich okay. Wer das machen möchte, kann es machen. Ich sag mal, richtig Vorteile kann man sich jetzt mit dem VIP-Ticket hier nicht erkaufen. So viel dazu. So, dann gehen wir hier nochmal rein in den Shop. Dann schauen wir. Klicken wir mal ganz kurz durch alles durch. Genau, mit den Ködern fängt es an. Da sind jetzt auch neue dazugekommen. Wie zum Beispiel der Shrimp. Die Fliege müsste neu sein. Grashüpfer. Mais. Ja, wir schauen nachher mal, was wir an Silber übrig haben. Und dann kaufen wir uns auch noch hier neue Köder und Boilies. So, Blinker, das lasse ich erstmal links liegen. Ich bin mehr der Grundangler. Da werde ich mich dann später nochmal damit beschäftigen. Aber die Blinker, sie gibt's. Köder attrappen. Hier haben wir jetzt die Boilies. Und da sehen wir hier an diesem blauen Pfeilsymbol, dass es hier eine Auswahl gibt an verschiedenen Größen, Farben, Formen, Geschmäcker. Wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Boilie Gelb. Da sehen wir, es gibt welche mit Mais, Zitrone, Creme, Käse oder Karamell, Tigernuss. Ja, und gleich mal dazu. Wir sehen zum Beispiel, die kosten 20 Silber, 5 Stück. Das sind keine 5 Boilies, die wir kaufen. Das sind 5 solche Dosen, die wir kaufen. Also wir kaufen hier gleich ein größeres Pack an Boilies. Gut, wo sind wir? Köder attrappen. Posenruten. Haben wir jetzt einige neue. Die mit der grünen und blauen Schrift, die sind natürlich jetzt eine Nummer besser. Dann haben wir noch Spinningruten. Fiederruten. Rollen. Haben wir jetzt auch eine neue Rolle dabei. Die werden wir uns dann auch gleich kaufen. Neue Schnüre, Haken, Drillinge,
Besonders hier Karpfen, Karpfenhaken, ja, Bleie, Futterkörbe, Schwimmer, Vorfächer. Und hier haben wir noch die Kescher. Und da hatte ich mir jetzt hier den zweiten Kescher ausgeschaut. Mit Anzahl von 40 Fischen passen rein und einem Maximalgewicht von 20 Kilo. Würde 80 Silber kosten. Ich glaube, den kaufen wir uns. Das ist wichtig an dem See hier. Der nächstgrößere, doppelte Füllmenge, aber kostet auch gleich 280 Silber. So, den haben wir gekauft. Und dann haben wir noch die Signale. Wir haben jetzt momentan zwei Glöckchen und es gibt auch noch die Piepser. So, dann wollten wir uns jetzt neue Ausrüstung kaufen. Hosenruten. Und zwar hatte ich mich jetzt überlegt, entschieden. Man kann jetzt eine Posenrute nehmen. Ah, wartet mal ganz kurz. Genau, die Matchrute als Posenrute. Die ist jetzt richtig gut zum Karpfenangeln gedacht. Oder wir nehmen die Fiederruten für Grund. Und ja, die würde ich mir jetzt holen. Denn wie gesagt, ich möchte erstmal Grundangeln. Haben wir jetzt zur Auswahl eine 8 Kilo, eine 12 Kilo und eine 18 Kilo. Da wir jetzt nicht so dick mit dem Silber ran sind, würde ich sagen, wir kaufen uns erstmal eine 12 Kilo. Gekauft. Dann brauchen wir noch eine neue Rolle. Wir kaufen uns natürlich auch gleich mal die bessere Variante. Jetzt müssen wir schauen, wir haben eine 12 Kilo Rute. Die erste hat jetzt Bremse bis 12 Kilo. Die zweite hat schon eine Bremse bis 16 Kilo. Also nehmen wir erstmal die erste für 100 Silber. Gekauft. Dann brauchen wir noch eine Schnüre. Dann kaufen wir jetzt auch die grüne hier. Warum? Kann ich euch zeigen. Werden wir zum Beispiel schauen. Wir haben jetzt, oder wir vergleichen das mal an der 8 Kilo Schnur. Die kostet jetzt 25 Silber. Hat eine Dicke von 0,35 bei und hat eine Länge genau von 100 Meter. 0,35 bei 8 Kilo. So, wenn wir jetzt die nehmen, hier die grüne, die hat eine Dicke von 0,16 von 8 Kilo. Also die ist halb so stark nur. Das heißt, wir bekommen da viel mehr Schnur drauf auf die Rolle. Und die Schnur brauchen wir auch. So, 8 Kilo. 10 Kilo oder 12 Kilo. Das ist jetzt die Frage, was nehmen wir? Ich würde sagen, ich nehme erstmal hier eine 10 Kilo Schnur, dass wir unterhalb von den Gewichtsklassen der Rolle und der Rute bleiben. So, kaufen wir auch die Karpfenhaken. Gibt es jetzt hier vier Größen? Könnt ihr hier schauen, Größe 1 ist klein, Größe 2 mittel, Größe 3 groß, Größe 4 riesig. Wir machen erstmal hier Größe 2. Wir wollen zwar nicht übertreiben, wir wollen geschmeidig anfangen. Da haben wir jetzt drei Stück. Nein, wir kaufen drei Stück natürlich. Jetzt haben wir drei Stück und wir haben noch 30 Silber über. So, jetzt wollte ich natürlich aber auch Boilies mitnehmen. Da gehen wir mal noch ganz kurz zu den Boilies. Ja, das ist jetzt die Frage. Welche kaufen wir uns? Erdbeer, Früchte, Krabbe, Tigernuss. Tigernuss spricht mich so erstmal an. So ein Klassiker. Mais. Ohne Creme. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen mal hier die Erdbeer. Genau. Erdbeer ausgewählt. Gekauft. Jetzt haben wir noch 10 Silber. Jetzt gucken wir mal noch nach dem Vorfach, was das kostet.
So, 11,4. Bringt das Vorfach was? Wir haben jetzt eine 10 Kilo Schnur. Wir könnten 9,7 Kilo Vorfach drauf machen. Das machen wir auch mal. Machen wir nicht. Das kostet 14 Silber. Sorry. Die haben wir nicht. Gut. Bleigewichte haben wir 25 Gramm. 45 Gramm. Kaufen wir uns mal eins davon. Ja, dann haben wir einen Kescher, Rute, Rolle, haben. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. So, ja, ein bisschen angeln wollen wir jetzt auch noch. Ich würde sagen, wir testen heute gleich mal hier vorne. Also besonders gut soll es hier hinten an der Brücke laufen. Da könnten wir dann wirklich mal in einer der nächsten Folgen mal gezielt noch auf die größeren Karpfen angeln. Aber heute würde ich sagen, wir testen mal hier vorne gleich am Campingplatz. Das ist ja das, wenn man als ja, Anfänger an einen See kommt, fängt man natürlich erstmal da an, wo es ganz offensichtlich ist. So, das heißt, wir schauen mal. Wir haben ausgerüstet. So, ziehen wir die Route jetzt hier auf die 3. Hier sehen wir es, die 12 Kilo. Das passt. Die haben wir jetzt drauf. Dann tun wir sie jetzt bearbeiten. Dann kommt die Spule drauf. Dann die grüne Schnur haben wir gesagt. Ein Signal, das haben wir nicht. Moment, aber das können wir uns besorgen. Wir haben das nämlich hier alles drauf. Bauen hier mal alles runter. Die Schnur und die Rolle lassen wir mal drauf. So, Glöckchen drauf. Das 45 Gramm Gewicht drauf. Vorfach haben wir nicht. Haken haben wir gesagt, ein Zweier machen wir hier drauf. Größe 2. Hier haben wir die Karpfenhaken hier oben. Boy, die Erdbeer. So, irgendwas ist zu schwer. Das Grundblei. Unser Gewicht ist 20 bis 50 Gramm Wurfgewicht. Das heißt, wir wählen jetzt ein kleineres Blei, dann passt das. Okay. Route zusammengebaut. Erwartet, was ich mal noch eben schauen wollte. Genau, wir haben 100 Meter Schnur auf der Spule. Und Route Nummer 2. Da haben wir jetzt nur 46 Meter drauf, weil wir halt diese billige, dicke Schnur da drauf haben. Also da müsst ihr auch unbedingt drauf achten. Ja, na dann hier raus damit. So, Angelrute Nummer 2 hatte ich jetzt schon vorbereitet. Da haben wir jetzt Kartoffelwürfel drauf. Aber jetzt tagsüber. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Teig drauf mache. Teig ist eigentlich auch ein schöner Köder. Und Quests natürlich annehmen. So, die Posenrute. Gucken wir mal, dass wir hier etwas tiefer machen. Machen wir 60 cm. Als Köder haben wir jetzt Blutwurm drauf. Würde ich vielleicht auch ändern. Ja, machen wir hier mal ganz normales Brot. Brot, Brote. Oder was wollen wir denn? Eigentlich Wurm. Ich mache Wurm drauf.
So, Route Nummer 2, unser Teig, der hat schon einen Biss. Erwartet, bevor wir reinholen, wir gehen mal ganz kurz hier in die Aufgaben rein für dieses Gewässer. Die tägliche Aufgabe, wir bekommen 100 Silber für 25 Kilo, 26 Kilo Fisch. Das ist eine ordentliche Nummer, aber ich nehme die mal an. Wir schauen einfach mal, ob wir das schaffen, beziehungsweise ob ich das dann nach dem Video noch weiter schaffe. So, angenommen, dann können wir gucken. Silber könnten wir jetzt mit 4 Brassen 47 Silber bekommen. Das klingt richtig gut. Müssten wir aber erstmal dafür die Brassen finden. Zur Erfahrung. Ja, da ich noch keine Brassen jetzt gefangen hatte, weiß ich auch nicht, wo die sind, auf was die genau beißen. Aber wenn wir das rausfinden, dann nehmen wir natürlich solche Quests an. ...25 Kilo Fisch. Das ist eine ordentliche Hausnummer, aber ich bin guter Dinge. Ich denke mal, hier gibt es Karpfen. Die sollten dann schon einiges wiegen. So, hier haben wir einen ersten Kleinkarpfen mit 719 Gramm. Den nehmen wir an. So, die Pose ist auch weg. Noch ein Schuppenkarpfen, 747 Gramm, hat gebissen auf Wurm. Ja, also schön sieht's aus, muss man echt sagen. Ja, weil ich gerade das Schlauchboot sehe, auch das Schlauchboot, das kann man jetzt hier einfach nutzen. Muss man nicht kaufen, muss man nichts irgendwo ein Ticket ziehen. Kann man sich reinsetzen. Da seht ihr schon, Motor an, aus, hoch, runter. Wollen wir jetzt aber nicht. Schuppenkarpfen. Die sind jetzt etwas klein. Wartet mal, wir schauen mal eben. Wir haben jetzt noch einen kleinen Haken dran, dass wir hier mal einen etwas größeren dran machen. Könnte zwar passieren, dass wir da wirklich Bisse drauf bekommen, die wir nicht einholen können, aber wir schauen mal. Teig lassen wir drauf und passt auf, wir hatten jetzt ja eine gute Stelle. Wir hatten jetzt einen Biss. Und wenn wir da jetzt genau wieder hinwerfen wollen, wissen wir ja nicht, wo die Stelle war. Wir wissen auch nicht, wie viele Meter das war. Wir können das nur schätzen. Wenn wir jetzt aber einfach die Taste T drücken, wirft er von ganz allein wieder auf diese Stelle aus. Und wir sind genau dort, wo wir gerade den Fisch gefangen haben. Das heißt, der merkt sich die letzte Stelle, wo wir zuletzt hingeworfen hatten. Ja, unser Erdbeerboili. So richtig Wirkung hat er jetzt noch nicht.
Ach, unsere Poseruder. Ganz aus den Augen verloren. Ja, das ist so ein schönes System, was ich gerne angeln tue. Zweimal Grund, einmal Pose, da hat man was zu tun. Da kann man halt immer mit der Pose etwas versuchen, die kleineren Fische abzuangeln. Oder man geht später halt mit Schruten auf und große Fische mit dem Posenangeln. Aber für mich ist das so für kleinere Fische angenehmer. Ich hoffe, dass wir wenigstens noch ein Biss bekommen auf unsere neuen Rute. Wäre jetzt schade, wenn wir sie neu gekauft haben, alles neu ausgerüstet haben und dann bekommen wir nicht mal ein Biss drauf. Ein Kilo. Oh, ein Giebel. Ein Kilo 441 Gramm. So, ich drücke wieder T. Wir werfen genau wieder diese Stelle an. So, haben wir sie uns so ungefähr gemerkt. Ich versuche mal, dass wir die Route da jetzt auch ungefähr noch hinwerfen. Ja, hätten wir jetzt einen kleinen Tick weiter nach rechts gemusst, aber ungefähr sollte das passen. Teig läuft. Unsere Pose, die zappelt auch. Die zappelt ja auch einen ab. Das scheint doch schon größere zu sein. Da kommen wir immer mal in den gelben Bereich rein. Schuppenkarpfen, 1 Kilo, 357 Gramm. Nicht so groß, aber ein Schuppenkarpfen. Haben wir eine richtig gute Stelle da hinten gefunden. Ein großes Rotauge. Das ist wirklich groß. Wir können ja noch mal in die Quest schauen. Also einige Zeit vergangen. Jetzt haben wir hier nur Barsche drin. 8 Barsche, 36 Silber, 8 Stück, 36, 4 Stück, 17. Könnten wir auch hier doppelt machen. Bei 5 Kilo Barsch, aber 5 Kilo Barsch, das dauert schon eine Weile. Lieferung ist momentan nichts drin.
Rotaugen, 3 Stück. Gibt es Erfahrungspunkte? Und da haben wir den ersten Barsch. Oh, wir haben Biss auf Beuli. So, den Barsch nehmen wir an. Ich schmeiße da auch mal genau wieder hin. Einfach um zu sehen, ob das funktioniert. Wenn wir einen Barsch gefangen haben, ob dann wirklich noch mehrere dort sind. So, hier. Unsere Beuli-Rute. Der erste Biss. Und der sieht gut aus. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also 3 Kilo. Bei diesem Ausschlag, bei dieser Rute könnte der haben. Ja, man muss auch denken, es kann natürlich auf Beute hier nicht bis am Biss kommen. Man muss schon eine Weile warten. Und wenn man jetzt 3 Ruten drin hat, dann dauert es wirklich nicht lang, bis es wieder einen Biss auf der nächsten Rute gibt. Guck mal, wie hier. Wir haben jetzt auch zu tun mit Einkurbeln. Unser Schwimmer, der tanzt wieder vor sich hin. Also die Bisse sind da, die Bisse kommen. Man hat hier schon zu tun. Da pfeift hier ganz schön lang. Alle Achtung. Und guckt, unsere tägliche Aufgabe. 6 Kilo haben wir schon von 25. Das geht auch schneller wie gedacht. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Ja, Schuppenkarpfen. 2 Kilo, 885 Gramm. Mein größter bisher. Gefangen auf Beuli Erdbeer. Annehmen. So, und wir sehen, unser Kescher, der zeigt schon rot an und wir haben wirklich jetzt, oh, wir haben wirklich jetzt nicht so viel gefischt. Das heißt, man kann jetzt gar nicht so weit weg vom Verkaufsgeschäft, man ist sonst nur am Hin- und Herlaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinter zur Brücke gegangen wären, hätten wir eigentlich jetzt schon wieder zurückreisen müssen, um unseren Kescher leer zu machen. Oder haben wir noch den kleinen Kescher? Müssen wir den umrüsten? Ich glaube, das muss man machen. Das kam mir jetzt wirklich sehr schnell voll vor. Wir schauen mal. Wir sind ja noch in der Lernphase. So, komm mal raus. Mal sehen, ob er noch reinpasst. Ja, jetzt ist er ganz voll. 2 Kilo, 44 Gramm Schuppenkarpfen. Angenommen, das hat funktioniert. Können wir die Rute erstmal wegpacken. Wir gehen mal zum Verkauf. Dann schauen wir mal kurz durch. Wertvollste Fisch war der Giebel. Dann unser größter Schuppenkarpfen mit 4 Silber 76. Und gesamt haben wir jetzt gemacht in der Zeit 20 Silber. Und genau, wir haben das kleine Fischnetz. Das müssen wir noch umrüsten. So, warte, da müssen wir Equipment. Jetzt haben wir es ausgerüstet. Das hatte ich
nicht bedacht, dass man das noch wechseln müssen. Ja, dann würde ich sagen, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War mal so ein kleiner Einblick ins Geschäft, wie man hier sich eine neue Ausrüstung zusammenstellt, was es alles gibt am Brieseler See. Und ja, dann freue ich mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, ihr seid wieder dabei. Und dann macht's mal gut. Bis später.